Jakob hatte 12 Söhne, aber von den 12 Söhnen liebte Jakob den 11. Sohn Josef am meisten. Jakob verkleidete Josef mit einem hellen Mantel, der sich von seinen anderen Söhnen unterscheidet. Josefs Brüder waren neidisch auf ihn und fingen an, ihn zu hassen. Josef träumte oft. Eines Tages erzählte er seinen Brüdern von seinem Traum. Meine Brüder, letzte Nacht hatte ich einen Traum. Eure Getreidescheiben versammelten sich um meine und verneigten sich davor. Ich hatte auch einen anderen Traum. Diesmal verneigten sich Sonne und Mond und 11 Sterne vor mir. Was willst du sagen, dass du über uns stehst, wie widerlich du bist? Wie kann ich deine Mutter und deine Brüder vor dir verneigen? Sag nie wieder so etwas. Als seine Brüder von Josef träumen hörten, hassten sie ihn noch mehr. Sein Vater Jakob tadelte Josef. Aber er behielt die Sache mit Josef träumen im Auge. Eines Tages sagte Jakob zu Josef, er soll zu seinen Brüdern hingehen und sehen, ob alles gut sei mit seinen Brüdern, mit ihren Herren. Hier kommt dieser Träumer, Josef. Lass uns ihn töten und ihn in eine dieser Brunnen werfen. Nein, wir brauchen ihn doch nicht zu töten. Es gibt keine Notwendigkeit, Blut zu vergießen. Werfen wir ihn hier einfach in diesen Brunnen. Obwohl seine Brüder Josef töten wollten, töteten sie ihn nicht wegen Blut. Stattdessen zogen sie ihm sein Gewand aus und warfen ihn in den Brunnen des Wassers. Josef bat seine Brüder, ihm zu helfen, aber seine Brüder ignorierten ihn. Lasst uns Josef nicht töten, sondern wir wollen ihn an diese Männer verkaufen. Ja, machen wir das. Josefs Brüder verkauften Josef für 20 Schenkel Silber an die Kaufleute, die auf dem Weg nach Ägypten waren. Und sie nahmen Josefs Gewand, schlachteten eine Ziege und tauchten das Gewand in sein Blut und brachten es zu ihrem Vater. Vater, einige wilde Tiere hat Josef verschlungen. Was? Josef ist tot! Bist du sicher? Ja, Vater. Schauen wir. Wir fanden seinen Mantel. Nein! Josef! Josef! Wie soll ich ohne dich leben? Josef! Josef wurde nach Ägypten gebracht und als Sklave an Potiphar, einen Hauptmann der Pharaonengarde, verkauft. Bald übertrug Potiphar Josef die Leitung seines Haushalts, weil er sah, dass Josef royal war und hart arbeitete. Aber Josef wurde fälschlicherweise von Potiphars Frau beschuldigt. Lieber Mann, Josef hat mich verspottet. Bestrafen Sie ihn für mich. Was? Wie kann er es wagen, meine Frau zu verspotten? Wagen! Wirf Josef sofort ins Gefängnis! Potiphar glaubte an die Lüge seiner Frau und brachte Josef ins Gefängnis, den Ort, an dem die Gefangenen des Königs eingesperrt waren. Obwohl Josef fälschlicherweise beschuldigt worden war, ärgerte er sich nicht. Einige Zeit später wurden der Kelchträger und der Bäcker des Königs von Ägypten in demselben Gefängnis unterbracht, in dem Josef eingesperrt war. Eines Tages sahen die beiden Männer niedergeschlagen aus und beschränkt. Warum bist du so niedergeschlagen? Ich hatte den seltsamsten Traum. Ich bin der Hauptbecherträger des Königs. Und im Traum sah ich einen Weinstock mit 3 Zweigen.
Sobald es sich blühte und die Trauben anfing zu reifen, nahm ich die Trauben, drückte sie in den Becher des Pharaos und legte den Kelch in seine Hand. Was bedeutet wohl mein Traum? Das ist es, was es bedeutet. Innerhalb von 3 Tagen wird der Pharao dich erheben und dich wieder in deine Position bringen. Und du wirst den Kelch des Pharaos in seine Hände legen. Wie du es gewohnt bist, als du sein Kelchträger warst. Wenn alles gut mit dir geht, denke an mich und zeige mir Freundlichkeit und hole mich aus diesem Gefängnis. Oh, Sie sind in der Lage, Träume zu interpretieren. Dann hören Sie bitte auf meine. Ich bin der Chefbäcker des Königs. In meinem Traum waren 3 Körbe Brot auf meinem Kopf. In den Körben waren alle Arten von Backwaren für Pharao. Aber die Vögel fressen sie aus dem Korb. Es bedeutet, innerhalb von 3 Tagen wird der Pharao euch am Kopf abheben und euch an einem Baum hängen. Was? 3 Tage später war es, wie Josef gesagt hatte. Aber der Kelchträger des Königs erinnerte sich nicht an Josef und er vergaß ihn. Als 2 volle Jahre vergangen waren, hatte der Pharao 2 seltsame Träume. Im ersten Traum amüsieren 7 hässliche und gaunte Kühe, 7 schlanke und dicke Kühe. Im zweiten Traum verschlangen 7 dünne Körner, 7 Körnerköpfe, die gesund und gut waren. Was für seltsame Träume. Versammelt alle Magier und Weisen Ägyptens. Aber niemand konnte seine Träume interpretieren. Dann erinnerte sich der oberste Kelchträger des Königs an Josef, der seinen Traum interpretiert hatte, als er im Gefängnis war. Lieber König, ich kenne jemanden, der klug genug ist, deine Träume zu interpretieren. Der König sandte sofort nach Josef. Josef war von der Weisheit Gottes erfüllt und konnte die Träume des Pharao interpretieren. Pharao, die beiden Träume haben die gleiche Bedeutung. Gott hat euch gezeigt, was er tun wird. 7 Jahre großer Fülle kommt im ganzen Land Ägypten. Aber 7 Jahre Hunger werden ihnen folgen. Die Hungersnot wird das Land verwüsten und sehr schwer sein. Sie sollten alle Lebensmittel der guten Jahre sammeln und die Getreide aufbewahren. Diese Nahrungsmittel sollten ausreichend Reserve für das Land sein. Um während der 7 Jahre Hungersnot verwendet zu werden. Sie sollten kluge Kommissare ernennen, die sich auf die kommenden Jahre vorbereiten. Der Pharao war erstaunt, weil niemand im Land Ägypten so weise war wie Josef. Der Pharao redete vor Josef und allen seinen Knechten. Du bist in der Tat ein Mann Gottes. Da Gott dir all dies kundgetan hat, gibt es niemanden, der so anspruchsvoll und weise ist wie du. Der Pharao nahm seinen Siegerring von seinem Finger und legte ihn auf Josefs Finger und erstellte Josef das ganze Land Ägypten. Gott gab Josef einen erstaunlichen Traum und sorgte dafür, dass der Traum wahr wurde. Gott sandte Josef nach Ägypten und ließ ihn all dies durchmachen, um die Israeliten zu retten. In all dem war Gott immer bei Josef.